Der Schwerpunkt der Messe lag bei Burg neben klassischen mechanischen Spinnschlössern vor allem auf neuen elektronischen Kartenschließsystemen. Auf der FIBO in Köln zeigte das Familienunternehmen aus Wetter in Nordrhein-Westfalen zwei neue elektronische Schließsysteme und setzt damit neue Maßstäbe. Also wir haben natürlich die mechanischen Schließsysteme dabei, die haben ihre Berechtigung nach wie vor und wir fokussieren uns dieses Jahr stark auf die elektronischen Schließsysteme. Wir haben eine Familie gegründet, die heißt BeSmartLock und da gibt es drei Familienmitglieder schon, das ist das CombiPad, das TurnID und das Corona. Das Corona-Schloss, das ist das neueste und darauf fokussieren wir uns auch hier auf der Messe. Mit den beiden neuen elektronischen Schließsystemen folgt Burg dem Trend zu hochwertigem Design bei der Einrichtung von Fitnessanlagen. Das Schließsystem BeSmartLock TurnID setzt Akzente durch elegantes Design und durch den flachen Aufbau. Die Acrylglasscheibe ist in verschiedenen Farben erhältlich. Absolut. Es ist ein Markt, der ist, glaube ich, einer der schnellst wachsenden Märkte überhaupt in Deutschland. Fitness an sich wird immer wichtiger und die Differenzierung wird immer schwieriger für die Studios. Und so möchten wir unseren Kunden helfen, dadurch, dass wir hochwertige Schließsysteme produzieren, dass sie sich auch ein bisschen abheben am Markt, um Qualität zu transportieren. Denn das Erste, was der Kunde betritt, das ist die Umkleidekabine. Das ist der erste Eindruck und auch der letzte, bevor er das Studio verlässt, ist die Umkleidekabine. Insofern möchten wir da unseren Kunden auch helfen, uns abzuheben. Mit dem Corona wurde erstmals ein RFID-Kartenschließsystem entwickelt, das sowohl in Holz- als auch in Metalltüren eingebaut werden kann. Beide Schließsysteme können auf Wunsch mit kundenspezifischen Logos und Nummerierungen geliefert werden. Ja, das Tolle an Burg ist eben, das hatte ich vorhin schon gesagt, dass wir familiengeführt sind. Wir sind ein deutsches Unternehmen, stellen auch die Schließsysteme alle in Deutschland her, eigene Entwicklung im Haus und wir haben nur eine sehr niedrige Zukaufrate an Teilen. Das heißt, wir produzieren die Körper selbst, die Schlosskörper, die Platinen montieren wir selbst und die ganze Endmontage, alles passiert in Deutschland und so heben wir uns auch qualitativ deutlich ab von vielen, vielen Mitbewerbern, die hier ja, auf andere Sourcing-Quellen eben zurückgreifen. Besonders die zunehmende Nachfrage nach elektronischen Schließsystemen gab bei Burg den Ausschlag für eine neue Ausrichtung. Das Unternehmen will den Produktbereich der elektronischen Schließsysteme weiter ausbauen. Weniger stark nachgefragt werden die mechanischen Schließsysteme. Da ist der Trend ganz klar Richtung Elektronik. Das wird angefragt. Von der Wirkungsweise her ist es so, dass das erste Schloss, das wir entwickelt haben, eine reine PIN-gesteuerte Variante war. Das muss man sich vorstellen wie ein Hotelsafe. Man gibt den Code ein und der ist so lange gültig, bis der nächste Nutzer kommt. Und dann der nächste Evolutionsschritt war eben dahin, dass man dann über RFID-Technologie arbeitet und sich dann in vorhandene Kartensysteme, die in den Studios da schon eingesetzt werden, zum Beispiel für Kasse, Abrechnungen, die Geräte, die benutzt werden, dass man sich da entsprechend dann auch andockt. Damit wird der deutsche Hersteller ein weiteres Mal seinem Ruf gerecht, in der Branche der Innovationsführer bei Design, Entwicklung und Produktion zu sein.